Was geht ab, Frenos? Willkommen zu dem neuen Video auf der Ali. Privet, nahoi, die suche die Billett. Privet, die nahoi, die suche die Billett. Ich glaube, Privet wird ab jetzt die neue Begrüßung. Privet, die sakunu huhu tigi. Auf jeden Fall, Freunde. Frenos, los! Willkommen zu einer neuen Folge von TikTok-Kommentare. TikTok-Kommentare. Erstmal müssen wir meine Katze reinlassen, Digga, weil die mir so den ganzen Tag die Nase voll heult. So, jetzt ist sie drinne. Auf jeden Fall, Friends, willkommen zu einer neuen Folge von TikTok-Kommentare. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Wir reagieren einfach auf TikToks. Ja. Und ich würde sagen, wir brauchen gar nicht lang rum reden, sondern wir fangen einfach an, die Patratre. Okay, okay. Ja, okay, okay. Ich würde sagen, let's go, oder? Also, wir sind hier gerade auf meinem Account, auf der meinen Account da. Und jetzt würde ich sagen, checken wir einfach mal ein bisschen alles aus. Also, wir checken mal einfach die Kommentare von diesem Video. Let's make stakina fagina vegane Schnitzel, Batch. Unser Let's make stakina fagina vegane Schnitzel, Batch. Stufe 9, Batch. Öl in die Pfanne, Batch. Mit Tuch verteilen, Batch. Jetzt hör diese Sound, Batch. Ich hab mehr Sound erwartet, Batch. Zweite rein, Batch. DJ, Batch. Krümel rein, Batch. Runter auf Stufe 6, Batch. Deckel drauf, Batch. Hör diese Sound. Kurzer Flip, Batch. Noch ein Flip, Batch. Nebenbei Ananas gönnen, Batch. Flip the Switch, Batch. Mamma mia. Nummer 1, Batch. Nummer 2, Batch. Buon appetito. Arrivederci. Meine persönliche Meinung, sehr, sehr gutes Video. Also, meine Meinung, Digga, es ist ein sehr gutes Video. Und ich würde sagen, wir checken jetzt mal die Kommentare aus. Kann mir jemand sagen, ob er Batch gesagt hat? Nein, Bruder, habe ich nicht. Du musst ein bisschen mehr Öl reingeben und dann die Pfanne herumbewegen. Bruder, die Pfanne war schon richtig, richtig heiß. Da geht nichts mehr mit Ölmüll. Ich glaube, er hat vergessen, Batch zu sagen. Großes Leben. Ja, okay, ich würde sagen, wir checken jetzt mal einfach die Sachen auf meiner For You aus. Jordan! Nine, nine, eight, nine, nine, eight. Nine. Let's check his 90s. Roll him over. Check his 90. There we go. I don't see any guns. I don't have anything yet. He's breathing. Start Heineken's first game. Let's go. Digga. Also ich darf da bestimmt nicht alles einblenden, weil war gerade ein bisschen krass. Aber der arme Mann, er war einfach unbewaffnet, einfach tot. Oh mein Gott, Digga. Er hat echt recht. Eine Qualle hatte er gestern nicht so gut gefressen, deswegen dachte ich mir, okay, ich mische mal das kleinere und das gröbere Plankton und gucke, ob die eine Qualle das aufnimmt. Und dann habe ich gesehen, alle haben wieder super gefressen, bis auf Bob, wie ich die Qualle nenne. Die Bäckchen waren wieder komplett leer. Also dachte ich mir, okay, fütterst du jetzt nochmal zu mit der Pipette, habe das dann ganz vorsichtig so an seine Mundarme dran gepustet, wie auch immer. Und dann habe ich gewartet und gehofft, ob er es verdaut. Und dann war die Erleichterung groß, als die Bäckchen auf einmal voll waren und ich ihn erfolgreich gefüttert habe. Einfach Qualle als Haustier, Bruder. Bruder, Qualle als Haustier. Respekt. Respekt, wer Qualle als Haustier hält, Digga. Tschüss. Aber sieht schon geil aus, muss man sagen. What do you have to say to all the young entrepreneurs, Dad? What's a good piece of advice from you, all the years of wisdom, truly coming from nothing and building? What's a good piece of advice? Work hard and just keep investing in what you believe. Why were you successful? I had nothing to lose. Let's start with that. Really. What about tenacity? Do you think you just willed it to success? No, I was determined to make it big. Not as big as you are. Well, I mean, nobody's going to end up being able to say that when I'm done with this. I know. Ich muss sagen, Gary V, Leute, er ist einer der krassesten Typen. Er ist so ein guter Motivator und so ein Speaker, ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall, für mich, er motiviert die Leute krass. Einfach heftiger Typ, Digga. Checkt ihn aus, wirklich. No smoking. Na, Kodum, und was jetzt, dann? Al. Sag dir jetzt, wer bist du, dass du mir sagst, ich darf nicht rauchen? Moro, Digga, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Down, down, down. Crap.
Oh, shoot, shoot. You know what? I'm tired of being late for work. I'm tired of going to bed every night at 4 a.m. because I can't stop watching YouTube videos. I'm tired of eating chips before I fall asleep. From now on, I'm gonna work hard. I'm gonna be the man my mama raised me to be. I'm gonna be a hero. I'm gonna grind when I open my eyes in the morning, and I'm not gonna stop until I close them. I'm gonna be the man. And the whole world is gonna remember the name Max Emerson Tate. Today, we're counting down our picks for the top 10 Gordon Ramsay outbursts. Ja, muss jetzt nicht so lachen. Ja. Oh. 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 Ich muss mal, ich dachte mir so, was geht hier gerade ab? Ja, er macht einfach so Breakdance, Digga, Mann. Tschüss. Deine Stimme passt aber nicht zu Burak. Ja, ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft. Du hast ein neues Mikrofon? Ja, so ein richtig gutes. Aber ich hatte halt verschlafen und wollte fragen, was ich alles verpasst habe. Nee, das können wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Tut mir leid. Okay, informierst du dich mal bei deinen Mitschülern. Mhm. Und wer ist denn Ölmer? Ich kenne Ölmer gar nicht als Abkürzung. Hallo, Ölmer? Wer bist du? Ja, hallo. Wer bist du? Wie ist dein Name? Was meinen Sie? Wie heißt du offiziell? Yahmar. Dann bist du aber nicht in der Klasse 10-2. Dann musst du dieses Meeting verlassen. Also ich kenne die Jahrbuch, war früher, es gab es schon mal vor ein paar Jahren. Also man kann sich dann anmelden und sagen, ich möchte eins kaufen. Cause I'm coming for you. I got this on my... Weißt du schon, wie lange du heute ungefähr streamst? Muss gleich mein Kind aus dem Kindergarten noch holen? Was? Der Alistar muss auf den Sonntag um 21.48 Uhr sein Kind gleich noch aus dem Kindergarten holen. Okidoki, Digga, dann ja. Schöne Grüße unbekannterweise an die Kindergärtnerin, Kapi. Monte, Monte, Monte. Question for men. What are you doing in the bathroom and why the fuck is it taking you that long to poop? Digga, ich dachte schon, ich bin einfach der Einzige, Mann. Ich dachte einfach, ich bin der Einzige. Zum Glück bin ich nicht der Einzige. Oh. Guten Tag. Oh, die Seite geht wieder. Raus aus dem Auto oder ich schieße. Tschüss, Digga. Ist das so eine spezielle Vision von GTA, Digga? Das Auto sieht da endkrank aus. Also dieser Mercedes. Mercedes. Man wird mich das aushalten, Alter. Scheiß drauf, ich mach's einfach. Peace. Hört sich nicht so gesund an, aber... Jungs... Du darfst niemals Schnee essen. Ich habe das vorher auch nicht gewusst, aber dieses Video wird dein Leben verändern. Teile dieses Video mit deiner Familie, damit sie beschützt werden. Wenn der Schnee vom Himmel fällt, nimmt er die giftigen Schadstoffe von Autos und Fabriken auf. Also esst bitte keinen Schnee. Tschüss, Digga. Habt ihr das mal gesehen? Krank. Ihr lernt was durch meine Videos. Kein Schnee essen. Ich schwöre, ich hätte früher auch mal Schnee gegessen. Wenn du sagst, ich bin wack, tust du dumm eben sein. Und ich ramme dir schon wieder meinen Krummsäbel rein. Ich bin cool, denn ich habe dieses Ebola-Aids und ich stehe vor meiner Yacht auf einem Segelbootsteg. Ja, an der Stelle würde ich dann auch sagen, Mann. Freunde, an dieser Stelle, danke für die Zuschauer, danke für das Hiersein, danke. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder einen Kommentar, damit dieses Video gepusht wird und ich wenigstens ein paar Aufrufe bekomme. Ja, und ansonsten würde ich sagen, arrivederci.